Hallo, hier zurück bei Dorothy, wo wir leider jemand verloren haben an... Ja, an was eigentlich, ne? Das ist eine gute Frage, was wir den verloren haben. Wir reden mal mit ihr. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service? Warum ist sie so schnippisch zu uns? Sie können nicht so weitermachen, ich bin hier, um die Erpressung zu beenden. Sie können so nicht weitermachen? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Warum Lady Ashbury? Ja. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Die tötet? Ashbury tötet? Weiß Dorothy, warum sie tötet? Warum Dr. Swansea sich nicht anvertrauen? Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. Der Zweck heiligt die Mitte, Schwester Crane? So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Na, denken Sie? Denken Sie? Okay, die Erpressung muss aufhören. Ich will nicht wissen, was hier... Das wird gerade ja so angespannt. Ich eigentlich... Schon scheiße, aber hey... You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So... Are you going to turn me over to the authorities? Okay, ich war gerade verwirrt. Ich habe gerade still gelesen. Sorry. Verschon, ich sehe weg, aber sie kündigen. Aussaugen, ich beende es hier und jetzt? Nee! In den Bann ziehen, sie werden die Angelegenheit vergessen. Also ganz ehrlich, das ist die beste. Ich finde verschonen auch. Ich sehe weg davon, aber sie kündigen. Hält sie wahrscheinlich nicht davon ab, das hier noch zu tun, ne? Aussaugen, ich beende es hier und jetzt. Nein. Ich habe Angst, dass wir sie, wenn wir sie in den Bann ziehen, dass wir sie auch aussaugen. Das will ich nicht. Wisst ihr? Scheiße, warum habe ich denn diesen verkackten Podcast gehört? Der war nicht mal gut. Entschuldigung. ich rief halt den Podcast von Onkel Jo und Gronkh. Also, der ist okay, der Podcast, aber dann kann ich auch, wenn ich ehrlich bin, Gronkh beim Stream zuschauen. Das hat denselben Effekt für mich bei dem Podcast. Aber... Hallo, ich hier aus dem Off. Keine Angst, der Part ist nicht irgendwie kaputt. Oder, also, der ist ein bisschen kaputt, aber nicht so schlimm, wie man vielleicht jetzt denkt. Ihr werdet jetzt als nächstes nur die Tonspur hören, aber kein Bild sehen. Keine Ahnung, was ich dafür lustig, ob ich noch ein lustiges Bild reinmache oder irgendwas reinmache. An der Stelle ist nämlich eine ganze Zeit lang eine Bildstörung aufgetreten. Ich kann ja mal einblenden, wie das aussieht. Und das will ich euch nicht antun. Das ist wirklich richtig scheiße. Das bewegt sich auch eigentlich. Also das ist gerade ein Standbild von der Bildstörung. Und ich dachte mir, dann nehme ich halt das Bild raus, aber lass die Tonspur da. Keine Angst, bevor ich mich wirklich entscheide, philosophiere ich noch eine halbe Stunde lang. Und ihr werdet noch was von der Philosophie sehen und hören. Und
dann die Entscheidung sehen. Keine Angst, keine Angst. Aber für die Zeit blende ich einfach ein anderes Bild ein und ihr habt trotzdem noch den Originalton, aber das Bild wollte ich euch nicht antun. Ich hoffe, das ist okay und ja, dann viel Spaß weiter mit dem Part. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch sich dachte, so in dem Band ziehen, ist ja eigentlich ist in dem Band ziehen, wir haben es aber, das Schloss ist auf, wir müssen das irgendwie geschafft haben, dass das aufgeht. Und die werden die Angelegenheit vergessen. Klingt ja am besten, aber was ist damit in dem Band ziehen gemeint? Wäre aber auch doppelt gemoppelt mit Aussaugen. Ich beende es hier und jetzt. Und im Band ziehen ist das dieses Mesmerieren? Aber das heißt ja, dass wir noch nicht beißen, oder? Ich will sie doch jetzt nicht töten. Ich sehe weg, aber sie kündigen. Ich habe gerade Schiss, ne? Ich habe gerade großen Angst. Ich habe vergessen, wie Deutsch geht. In den Bann ziehen. Sie werden die Angelegenheit vergessen. Ich traue der Aussage nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich traue der Aussage nicht. Was heißt denn in den Bann ziehen? Was zum Henker soll das denn heißen? Oh jemine. Ich sehe weg, aber sie kündigen. Das ist doch viel zu gut. Oder kann ich das nur, weil ich mich so angestrengt habe? Ich weiß es nicht. Also was heißt angestrengt? Also weil ich halt mir Mühe gegeben habe, indem ich halt so viel rausgefunden habe? Ich weiß es nicht. In den Bann ziehen. Ist in den Bann ziehen einfach nur... Hatten wir schon mal so eine Situation? Haben wir schon mal jemand in den Bann gezogen und ihn dadurch irgendwie... War das nicht bei dem Barmann? War das nicht bei dem Barmann? Haben wir nicht den Barmann... Oder war das diese blaue Frage einfach nur? Verwechsel ich das gerade damit? Es, ne? Ihr wisst, ich muss das gerade... Ich habe gerade Schiss, eine Antwort zu geben. Wer mich von Life is Strange kennt, weiß, dass das bei mir manchmal so ein bisschen länger dauern kann, bis ich mich entscheide. Ich hab, scheiße, ey, dieser dumme Podcast. Ich hätte nicht hören sollen. Jetzt denke ich die ganze Zeit, dass das nicht das heißt, was es heißen soll, ne? Ich hätte, hätte es nicht machen sollen. Aber es wäre doch eigentlich dumm, oder? Es wäre... Mit kündigen? Scheiße, ich kann sowas nicht. Oh. Nun. Ich schappe die Musik rein oder so, keine Ahnung. Ich lese mir das jetzt nochmal ganz kurz durch. Ich sehe weg, aber sie kündigen, in den Bann ziehen, sie werden die Angelegenheit vergessen. Dass hier unten kein... mag ich nicht. Es muss doch aber einen Grund haben, dass wir das freigeschalten haben, oder? Das Schloss ist doch nicht umsonst da. Ich traue mich das nicht. In den Bann ziehen. Oh, fuck, ey. Ist sie dann raus aus dem Krankenhaus? Taucht sie dann irgendwo jetzt in Whitechapel als Person auf? Wie funktioniert denn das? Ich hab... Oh Gott. Scheiße, ey. Oh, Dotnot, ey. Ihr seid wirklich... Ich sehe weg, aber sie kündigen... Oh, ich mach das jetzt. Ich mach was schon, oder?
in den Bann ziehen. Ich würde gern wissen, was passiert, wenn wir jemanden in den Bann ziehen. Was passiert denn dann? Ich hätte mehr Vampirfilme gucken sollen. Ich mach fast schon. Oh Gott. Bitte hasst mich nicht. Bitte hasst mich nicht. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So? Here is my proposition. Ist der Typ, lebt er noch? I'll the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies. Oh, das ist super. Arises. Dr. Reed. That ja, sounds like a business proposition. My accomplice then. No, ja, nein, just nein. A privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Errungenschaft? Ich habe eine Errungenschaft freigeschalten. Dieser Bezirk wird bald durch die Konsequenzen. Was stand da? Ach, der hier Konsequenz. Schnullifax. Der Bereich wird die Konsequenz, was ich mich gerade entschieden habe. Was war. Ach, du. Das war super, 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 super gruselig, wenn das. Okay. Wow. Der hat doch gerade noch Geräusche gemacht, oder? Ach, du Scheiße. Keine Ahnung, ob das richtig war. Ach, Kacke, ich hätte sie. Wenn keiner von euch mir schreibt, was bei dem Band, in dem Band ziehen, dann muss ich mir das durchlesen, glaube ich. Oder anschauen oder so. Ich bin. Das ist richtig gut, ne? Oh Gott. Richtig gut gemacht. Ich bin. Oh, wir müssen uns. 2100 EP, das ist nicht schlecht. Dann können wir uns die zweite Stufe von der Autophagie. It's locked. Und das sind alles. It's locked. Ja, ich hab's verstanden. It's locked. Ja, auch locked. Wir müssen unbedingt schlafen. Aber erstmal müssen wir heile zurückkommen, hä? Erstmal müssen wir heile zurückkommen zu Lady Ashbury. Ich denke mal, das schaffe ich noch in dem Part, außer wir werden aufgehalten. Willst du mich... Haben sie die jetzt getötet? Haben sie die jetzt getötet? Bitte nicht! Nein! Was ist hier los? Ist sie das? Nee, das ist sie nicht. Dorothy? Das Spiel macht mich fertig, ne? Ich hätte sie für den Bann ziehen sollen. Scheiße! Ich hätte sie in den Bann ziehen sollen! Wo ist sie denn hin, Dorothy? Und warum kommen jetzt die Jäger hierher? Dorothy? Willst du mich verarschen? Oh, ist doch noch so ein Dicker dabei, ne? Na komm, komm, komm. Oh, oh, ich muss schocken. Ich hab kein... Ach, ich hab doch Blut. Alles gut. Stellen wir erstmal den... Uschi-Push hier. Oh, das hätte ich nicht mitbekommen. Ich hab nach oben geguckt, Entschuldigung. Der Bildschirm ist so groß. Fuck. Ah! Ah! Annika kommt durcheinander. Ihr wisst warum. Oh,
Okay. Ja, wacke mal ein bisschen rum. Okay, der ist nur mit dem Fernkampf. Wir haben gar kein Blut mehr. Scheiße, wir haben gar kein Blut mehr. Null Blut. Wo ist denn Mrs. Crane jetzt? Oh, ich hasse mich dafür für die Entscheidung. Die klang so geil. Aber warum sind die denn jetzt hier? Leben die noch? Hey, lebt ihr noch? Wo war denn die Tür? Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Ist sie jetzt tot? Bitte nicht. Kann ich mit ihm... Yes? Oh. Nein. Nein. Goodbye, Mr. Petrescu. Oh, fuck, ey. Sehe ich sie noch? Sehe ich sie noch irgendwo? Dorsey Crane ist hier die Stütze. Ah, die ist noch am Leben, oder wie? Ist die Stütze in Whitechapel, oder? Aber wenn die wegfällt... Ah, die hat doch noch gerufen und ich finde ihre Leiche nicht. Das ergibt doch alle keinen Sinn, oder? Oh Gott, ich bin nicht schnell... Hä, wo geht's denn hier? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Wir brauchen Blut. Ich gehe nochmal zu den Ratten. Oh, verdammt, ey. Verdammt. Das darf halt nicht wahr sein, ne? Ist Dorothy Crane jetzt weg? Stand da aber nicht gerade, dass eine neue Bandstufe verfügbar ist? Dass neue Leute sozusagen gebissen werden können? Bedeutet Bandstufe, dass ich die beiße? Ich weiß es nicht. I can't believe I'm doing this. Also langsam müsste es sich da dran gewöhnt haben. Oh Gott. Thirst for blood. Na? I can't believe I'm doing this. So, jetzt versuche ich mal abzukürzen. Sollte das überhaupt funktionieren? Ich versuche mal... Das wäre der kürzeste Weg hier runter, ne? Alter, Schnellreisen. Würde alt gerade für Schnellreisen geben, ne? War hier gerade irgendwas? Mann, was? Oh Gott, ich habe so eine Angst, schlafen zu gehen. Ich habe große Angst davor. Scheiße. So eine Koffe kann jetzt hier durchrennen. Ohne dass ich wieder gegen 5 Milliarden... Habe ich mich in der Zeit irgendwo hingelegt? Nee, ne? Oh, da sind Ratten. Ist ja ein Traum. Ich dürfte doch hier durchrennen. Ohne dass die hier spawned sind, oder? Naja. I can't believe I'm doing this. Irgendwie ist immer so ein Buff. This is despicable. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Aha. Das auch noch. Das auch noch. Ich glaube, es ist der Teil hier, wo ich beim letzten Mal einfach durchgerannt bin, ne? Weil ich dachte, hey! Oh! Oh, kämpfen die gerade gegen den Skull? Oh, hier ist ein neuer Unterschlupf. Na, guck mal einer an. Die kämpfen gegen den 18er. Ach, jetzt ist es ein 12er. Oh, wo kommen denn die ganzen Skulls her? Das ist doch der Bereich da unten. Ja, das ist der Bereich. Okay, macht mal. Ihr habt das verdient. Ihr habt mich so oft hier getötet. Vielleicht ist es denn hier die Kiste. Okay, das ist die Kiste.
Alter, da unten geht die Post ab, ne? Jetzt haben wir hier auch einen Unterstift. Das ist ja ein Traum. Das ist richtig gut. Zum Speichern und zum Aufwerten. Aber das will ich natürlich nicht hier machen eigentlich. Ich habe alles aufgebraucht. Okay, ich möchte aber gerne weitergehen. Ich würde gerne zum Krankenhaus. Da sind ganz viele Skulls. So viele, ey. Zum Glück muss ich da nicht durch, ne? Kill it, boy! What? Gott! Wirklich? Jetzt? What the fuck, darauf bin ich nicht vorbereitet, ne? Überhaupt nicht. Ich war auf alles vorbereitet, aber nicht darauf. Wirklich nicht. Okay, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, keine Ahnung. Oh, ganz ruhig, Annika. Okay, ah ja. Anvisieren ist auch immer eine gute Sache, die ich nicht mache. Na! Und wie? Lass mich gerade hier einengen. Aufgrund dessen, dass ich anvisiere. Wir müssen erstmal. Ach du Scheiße. Oh, wartet, wartet. Ich werde sterben, ich werde sterben. Ah! Ich werde sterben, ich werde sterben. Ich bin tot. Das mit dem Anvisieren und dann sich bewegen ist wirklich nicht. Ist anders, als wenn man nicht anvisiert tatsächlich. Ich hätte abvisieren sollen, sozusagen, aber daran habe ich jetzt. Wo habe ich denn jetzt gespeichert, bitte? Bitte sag mir oben in dem Unterschlupf. Alter, jetzt muss ich hier auch noch einen Kampf machen? Willst du mich verarschen? Ohne Blut. Ohne Blut diesen Kampf zu machen, ist, eine Sache. Wann da oben? Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Waren denn nicht Ratten? Jetzt, da, ich höre sie da. Da sind sie. Wir brauchen unbedingt das Blut. Okay, ich versuch's nochmal. Das macht Spaß. Ich mag das Kämpfen wirklich sehr. Ich mag das Kämpfen wirklich unglaublich sehr. Ich war nur gerade überhaupt nicht drauf vorbereitet. Überhaupt nicht. Scheiße, ey. Ist hier noch eine Ratte vielleicht? Könnt ihr gebrauchen. Vielleicht sollte ich leveln. Aber wenn ich level, dann... Wollen wir leveln? Wollen wir mal ganz kurz was gucken? Hier haben wir jetzt was eingesammelt. Hm. Können wir immer noch nicht. Und das sind... Ich muss mir das merken, dass das ist. Den könnte ich leveln. Und das ist sogar das andere. Das ist ein anderer gewöhnlicher Griff. Das ist nicht derselbe Griff. Wir haben auch nichts zum Analysieren irgendwie. Das ist voll seltsam. Ich überlege, ob wir leveln. Oh, noch eine Ratte. Ich überlege. Dann hätten wir nämlich auch schon mal... Dann hätten wir nämlich schon mal die Auswirkung darauf, was hier im World Chapel passiert tatsächlich. Wollen wir es mal machen? Komm, wir machen es mal einfach. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. So, jetzt. Das ist die Autophagie. 600 ist gar nicht so viel. Aber wir brauchen halt unbedingt, wir müssen... Kosten. Du verbrauchst dein eigenes Blut, um deinen normalen und angesammelten Schaden sofort zu heilen. Alter, der Skull da unten. Der ist ja schon wieder... Die Clowns sind auch wirklich geil. 2000. Es wird böse. Blutkapazität. Der Biss. Es ist das Schlauste ist tatsächlich das jetzt erstmal, finde ich persönlich. So, sehr gut. Jetzt haben wir noch 1450. Das ist nicht wenig. Und bei meiner Art des
dusseligen Kämpfens würde ich mal auf Gesundheit gehen, wenn ich ehrlich bin. Alles klar, jetzt sind wir... die leveln ja alle mal mit mir mit, ne? Also, super. Ich würde auf Ausdauer und Gesundheit gehen. Kostet bestimmt auch 600. Komm, das leisten wir uns. Das machen wir. Ich hätte auch ein bisschen dran denken, ne, dass ich das noch nicht so gut kann. Und ja, gut. Meine Lieben! Ich weiß nicht, was jetzt passiert mit Whitechapel. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen schlafen und das wird ja witzig werden, glaube ich. Holy moly! Ach du Scheiße, ey. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh Gott. Seit kurzem verdichtet sich die Gerüchte um Whitechapel zu Fakten. Die Polizei hat seit 3 Monaten den Verdacht, dass der Bezirk Mittelpunkt des Londoner Schwarzmarktes für Medikamente gewesen sein könnte. Aber selbstverständlich bleiben diese Verdachtsmomente Vermutungen. Es wurde auch kein größeres Polizeiaufgebot nach Whitechapel entsandt, um diesem illegalen Handel ein Ende zu setzen. Es wurde keine große Medikamentenlage gefunden und keine Verbrecherbosse festgenommen. Dieser... Was? Mummenschanz diente einzig und allein dem verzweifelten Versuch, die eklatante Inkompetenz der Londoner Gesundheitsbehörde vor der Bevölkerung mit einem billigen und leichten Erfolg zu verschleiern, während die Epidemie Tag für Tag weiter um sich greift. Das Schlimmste ist, wenn man sich die Zeit nimmt, die neuesten Tabellen und Statistiken zu lesen, entdeckt man, dass Whitechapel die Krankheit deutlich besser meistert als viele andere Teile der Stadt. Ein Wunder? Oder Beweis für eine illegale, aber effiziente medizinische Einrichtung im Untergrund? Ein weiterer Beweis für die kriminelle Inkompetenz der Behörden? Ich weiß nur Folgendes. Wenn ein Londoner eine größere Chance hat, die Epidemie zu überleben, indem er sich für eine Daseins in dieser gottverlassenen Gegend entscheidet, ziehe ich gerne in die hinterlassene fliegenverseuchte Wohnung, die mir ein zwielichtiger Vermieter zu überlassen bereit ist. Und zwar sofort. SLA. Okay, das bedeutet, es ist doch eigentlich nichts passiert, oder? Außer, dass sie nichts gefunden haben? Und was ist da gerade passiert am Rand? Da. Es ist alles okay, oder? Außer die beiden, weil ich habe keine Migräne und ich weiß nicht, wo ich ihn finde. Und das ist stabil. Und wir haben jetzt wichtiges Ereignis. Die Presse berichtet über die Konsequenzen deiner Entscheidung in Bezug auf eine Stütze der Gesellschaft. Händler, deine Taten haben die Wirtschaft des Bezirks verändert. Die Preise und Waren der Händler in diesem Bezirk könnten sich geändert haben. Das ist ja geil. Zweite Bandstufe, was heißt das denn? Hier ist gesund. Aber halt nicht gereinigt. Ich habe nichts gegen Kopfschmerzen. Scheißen Dreck, ey. Hier ist es immer noch stabil. Hier ist es sogar hochgegangen, oder? Wow. Geil. Das ist voll cool. Ich finde das richtig, richtig cool. Oh Gott, kann das sein, dass ich eine richtige Entscheidung getroffen habe? Sie ist irgendwie nicht tot, oder? Sie sieht so lebendig aus. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind Level 11. Draußen wüten immer noch. Rekrut. Jetzt haben die auch nicht mehr... Jetzt haben die eine andere Farbe, ne? Die haben jetzt eine andere Farbe, weil die jetzt unter meinem Level sind. Okay. Alles klar, meine Lieben. Ich... hoffe, es scheint so. Jetzt kämpfen die endlich mal gegen die. Das geht ja auch nicht an. Gut, finde ich gut. Ich würde sagen, ich setze mich hier gleich nochmal aufs Bett. Aus Gründen des Speicherns, weil ich den Part jetzt mal beende. Und dann werden wir am nächsten Part den beiden Schurken, die dort ihr Unwesen treiben, in den Arsch treten. Und ich glaube, also zumindest hat die Entscheidung dazu geführt, dass sich was verändert hat, Dorothy Crane noch da ist und niemand was gefunden hat. Ich glaube, das war gar nicht so scheiße, oder? Gott, oh Gott, ist das verwirrend. Das macht so einen Spaß, dieses Spiel. Holy. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part und treten an ein paar Arsche. Bis dann. Tschüss.